Hallo und herzlich willkommen ein weiteres Mal zu Pilates mit Anna. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und dass ihr hoffentlich das Training und das Video nutzt, auch demnächst über die Feiertage, über Weihnachten und gerade Pilates ist ja ein bisschen ruhiger, vielleicht habt ihr auch Lust dazu, so ein bisschen runterzukommen und nicht mehr ganz so viel Gas zu geben wie in den letzten Wochen. Mir geht es jedenfalls so, ja, euch vielleicht auch mal sehen. Ja, ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Also wir brauchen eine Matte oder eine schöne kuschelige Unterlage. Nehmt euch ein Handtuch oder auch nicht. Ihr seid ja zu Hause, könnt daheim, wie ihr wollt. Und vielleicht eine kleine Erhöhung vom Kopf. Mehr brauchen wir nicht. Okay, wir beginnen heute in der Rückenlage. Legt euch hin, Beine lang, soweit es eure Lendenwirbelsäule zulässt. Schultern schön entspannt ablegen, dass ihr richtig schön die Schulterblätter auf den Boden legen könnt. Kinn ein wenig zur Brust sinken lassen. Beine sind gestreckt. Und jetzt beginnen wir erstmal mit kleinen Bewegungen hier. Seht ihr aus der Hüfte rechts und links die Beine zu bewegen. Als wenn ihr kleine Pakete hinten hättet, die ihr von den Füßen her wegtreten wolltet. Kleine, schnelle Bewegungen. Es lockert die Lendenwirbelsäule, wärmt die Lendenwirbelsäule, lockert die Hüfte, den Hüftbeuger. Und einfach mal so rechts und links diese Bewegung ausführen. Weiter atmen. Und noch ein bisschen. Macht ihr gut. Und langsam zur Ruhe kommen. Und ablegen. So. Wir legen jetzt mal die Hände auf den Rippenbogen unterhalb der Brust. Atmen ein über die Nase. Schieben die Rippen dabei in die Hände. Atmen aus über den Mund. Lassen die Rippen nach innen fließen. Nochmal einatmen. Rippen öffnen. Ausatmen. Rippen schließen. Stellt euch das Korsett vor. Ja, wenn ihr die Rippen schließt, dass sich hinten die Fäden, wie sagt man, die Seile des Korsetts schön zusammenziehen. Nochmal. Einatmen, öffnen. Ausatmen. Schließen. Versucht bei der nächsten halben Stunde genau diese Atmung beizubehalten. Bauchnabel nach innen Richtung Wirbelsäule, Beckenboden, Anspannung halten. Das heißt, Körperöffnungen schließen. In Gedanken sollen Reißverschluss zum Bauchnabel zuziehen oder ein Handtuch in diesem Bauchbereich ausbringen, ein nasses, feuchtes. Dann habt ihr ein gutes Bild im Kopf und könnt das transportieren. Gut, als erstes lockern wir die Halswirbelsäule. Wir legen den Kopf oder drehen den Kopf mit der Einatmung nach rechts, mit der Ausatmung nach links. Einatmen nach rechts, ausatmen nach links. Arme könnt ihr schön wieder auf die Seite legen, Schultern entspannen, Rippenbogen öffnen, Rippenbogen schließen. Noch einmal. Kommt in die Mitte zurück, einatmen und ausatmen, Kinn zur Brust, einatmen, Nasenspitze eigentlich wieder in die Ausgangsposition zurück. Es ist eine ganz kleine Bewegung aus der Halswirbelsäule. Es ist wirklich nur zwei kleine Wirbelkörper, die da irgendwie sich bewegen. Theater machen, wollte ich sagen. Mehr ist das nicht. Bauchnabel nach innen, einatmen zurück. Doch hier weiterhin ganz entspannt in der Halswirbelsäule und im Schulterbereich. Und das Kinn bleibt angezogen. Und jetzt nehmen wir den rechten Arm zur Decke. Und den linken Arm zur Decke. Stellt euch vor, ihr umarmt einen ganz großen Medizinball. Lasst die Schulter weiterhin schön auf dem Boden, die Schulterblätter. Und dann legen wir und senken wir die Arme im Wechsel zur Decke und lassen sie wieder zum Boden sinken. Ein- und ausatmen gleichmäßig dabei. Immer wieder an den Bauch und die Beckenbodenspannung denken. Auch hier bei den kleinen Übungen könnt ihr das einfach ganz gut schon mittrainieren. Jawohl. Sehr gut. Und dann nehmen wir mal beide Arme nach oben, ziehen beide Arme hoch und jetzt schieben wir mal die Schulterblätter ganz fest in den Boden, sodass sich unser Brustbein dabei hebt. Einatmen, ausatmen, hoch. Einatmen, tief. Bauch fest. Und ziehen. Und nochmal Bauch fest. Und ziehen. Und der letzte. Und wir lassen die Arme hier in der Position.
Einatmen, vorbereiten. Wenn ich vorbereiten sage, meine ich immer die Bauchspannung, Bauchspannung aufbauen. Einatmen, vorbereiten, außer wenn die Arme diagonal auseinanderziehen. Rechts nach hinten, links zu den Füßen, einatmen zur Mitte zurück. Ausatmen, wechseln. Bauchspannung bleibt, Rücken bleibt auf dem Boden. Und wieder zurück in die Mitte und wieder wechseln. Sehr gut, lang werden. Wenn eure Schulter das erlaubt und ihr da keine Einschränkungen habt, versucht diesen ganzen Weg in die Länge zu bringen. Sehr gut, nochmal rechts, nochmal links. Und wenn die Lendenwirbelsäule mitspielt, könnt ihr die Beine ablegen. Wenn ihr Probleme mit der Lendenwirbelsäule habt, könnt ihr auch jederzeit die Füße aufstellen. So, jetzt gehen wir wieder. Einatmen in die Länge und ausatmen über die Seite, die Arme zurückdrehen, wie in die Windmühle. Lang werden hier. Ausatmen zur Seite zurück. Lang. Und drehen. Und zurück in die Mitte. Schultern immer wieder lösen. Lang werden. Rücken bleibt fest. Bauch bleibt. Und letztes Mal mit rechts. Und dann wechseln wir das Ganze auf links. Also. Links nach hinten, rechts zum Füßen und drehen und zurück. Lang und zurück. Ihr braucht aber nicht den Boden wischen. Ja? Die Arme können wirklich so ein paar Zentimeter über dem Boden sein, dass ihr schön auf der Körperhöhe bleibt. Und noch einmal mit links das Ganze schön lang und zurück. Und dann lassen wir die Arme nacheinander wieder sinken. Stellen die Füße hüftbreit auf. Kinn bleibt auf der Brust. Erst einmal schieben wir jetzt die Hüfthöcker Richtung Ferse, sodass sich unsere Lendenwirbelsäule leicht vom Boden löst. Bereiten uns vor, einatmen, ausatmen, Schambein anziehen. Einatmen zurück, ausatmen, Schambein ranziehen. Einatmen zurück. Noch drei Stück. Füße sind parallel. Ihr könnt die Fersen leicht unterhalb oder fast unterhalb der Knie, Knierückseite aufstellen. Knie, Kehle. So heißt es, mein Gott. Und jetzt den großen Weg. Einatmen, vorbereiten. Ausatmen, Schambein Richtung Bauchnabel anziehen, Wirbelsäule aufrollen. Einatmen am höchsten Punkt. Und jetzt beginnt ihr hier aus der Brustwirbelsäule ganz weich wieder abzurollen. Das Kinn bleibt auf der Brust. Schambein ranziehen, auf BH-Höhe, langsam wieder nach unten und in die Ausgangsposition zurück. Nochmal einatmen. Ausatmen, Schambein ranziehen, Wirbel für Wirbel aufrollen. Gesäß dürft ihr festmachen, einatmen hier, ausatmen, langsam wieder zurück. Einatmen. Wenn ihr merkt, und ausatmen, die Übung einfach wiederholen, während ich hier weiter quatsche. Wenn ihr merkt, dass die Schultern oder der Nacken sich festmacht oder ihr den Kopf nach hinten schiebt, ja, dann bringt euch wieder zurück in die Position. Vor allen Dingen, wenn ihr unten seid, entspannt kurz. Rutscht wieder alles zurecht und dann wieder Konzentration und Fokus auf den Bauchmuskel. Gesäß fest, dürft ihr hier ausatmen, aufrollen. Einatmen hier oben, ausatmen, wieder abrollen. Ganz entspannt bleiben. Schambein ran und zurück. Okay, wir spannen alles an. Die ganze Oberschenkel, Außenseite, Gesäßmuskulatur und heben das Gesäß in einer Bewegung nach oben. Ausatmen, heben, halten fest, Gesäß schön anspannen und mit kleinen Bewegungen die Hüfte heben, einatmen, wieder senken, ausatmen, heben, einatmen, senken, Gesäß fest anspannen, ausatmen, heben, einatmen, senken. Was ihr auch machen könnt, um das Ganze so ein kleines bisschen schwieriger zu gestalten, ihr nehmt die Arme zur Decke. Dann habt ihr weniger Auflagefläche und ihr müsst das Ganze dann mehr aus dem Powerhouse erhalten. Also nochmal 4. Schön fest bleiben, Beckenboden anspannen. 3. Noch 2. Und der letzte jetzt. Und dann ganz langsam wieder abrollen. Schambein ran. Wirbel für Wirbel nach unten kommen. Einmal die Knie lösen. Über den Bauch hin und her kreisen. Sehr schön. Genau. Beide Füße wieder aufstellen. Linke Hand um den Hinterkopf legen, rechte Hand ist vorne, Handinnenfläche zur Decke. Jetzt stellen wir sicher, dass unsere Lendenwirbelsäule schön und fest im Boden liegt. Kinn wandert wieder zur Brust, Grundspannung wieder aufbauen mit der Einatmung
und mit der Ausatmung den Oberkörper aufrollen. Fest bleiben in der Lendenwirbelsäule. Wir heben dreimal den Arm an, einmal zurück nach unten. 1, 2, 3, heben, einatmen, einmal aus. Bauchnabel nach innen ziehen. Noch zweimal. Letztes Mal. Wir halten und atmen aus, legen den Oberkörper ab, wechseln den Arm. Rechte Hand um den Hinterkopf, linke Hand ist vorne, Kinn wieder zur Brust, Grundspannung wiederherstellen mit der Ausatmung, aufrollen. Halten, dreimal ein, einmal aus. Dreimal ein, einmal aus. Letztes Mal. Tief einatmen und ausatmen, den Oberkörper ablegen. Sehr gut. Wir kommen zurück zum Gesäß. Hüfthöcker wieder Richtung Ferse schieben, kleines Hohlkreuz aufbauen. Arme liegen leicht auf der Seite. Gesäßmuskulatur, Oberschenkel, Außenseite anspannen. Einatmen, vorbereiten. Auch hier ausatmen, Gesäß heben. Schulter, Hüfte, Knie, eine Linie. Aufpassen, dass ihr die Hüfte nicht so hoch schiebt, dass ihr euch hier ins Hohlkreuz drückt. Also Rippenbogen ein bisschen sinken lassen und die Spannung halten. Wieder einatmen, heben, ausatmen, senken. Gerne wieder überlegen, ob ihr die Arme zur Decke nehmen wollt. Und wichtig dabei ist, dass unsere Hüfte auf einer Linie bleibt. Also nicht irgendwie herumeiern, sondern das ganze Gerüst hier bleibt fest. Schön die Schultern lösen. Kinn zur Brust. Komm, wir machen noch vier. Letzten drei. Noch zweimal. Eine mehr. Achtung, wir bleiben oben. Wir halten das hier schön übers Powerhouse. Konzentrieren uns darauf, mit der Ausatmung das rechte Bein zu heben. Wir legen den rechten Fuß aufs linke Knie. Hüfte bleibt oben. Ihr müsst jetzt ein bisschen mehr halten. Auch hier gehen wir tief. Und hoch. Ich lege mal den Arm ab. Tief und hoch. Richtig schön den Fuß ablegen. Und Druck nach oben. Ja, ihr merkt das jetzt ganz schön auf dem linken Bein, auf der Oberschenkelrückseite bestimmt auch. Spannt euer Powerhouse wieder an. Noch zwei. Letztes Mal. Halten. Und das rechte Bein absetzen. Einmal die Hüfte korrigieren. Und wieder Powerhouse anspannen. Halten. Linkes Bein lösen, linker Fuß auf das rechte Knie und tief und hoch und tief und alles bleibt fest, wie so ein richtig dicker Reifen, der euch hier einklemmt. Alles wieder fest, immer schön zur Mitte arbeiten. Noch drei, zwei, eins. Und halten, Fuß absetzen, Hüfte korrigieren, Spannung bleibt und dann wieder absetzen, Knie nacheinander lösen, zum Bauch ziehen und lockern. Sehr schön, wunderbar. Wir gehen mit den Beinen in die Tabletop-Position, Knie über die Hüfte, Wade parallel zum Boden. Stellt euch vor, ihr legt die Beine auf einen Tisch. Ihr könnt die Beine schließen. Arme nehmen wir nach vorne, Schultern schön tief, Kinn zur Brust, einatmen. Achtet darauf, Lendenwirbelsäule auf den Boden schieben, ausatmen, aufrollen. Unsere Grundposition, wir gehen in die Hundreds, atmen fünfmal ein, atmen fünfmal kleinstößend aus. Nur die Arme bewegen sich, der Oberkörper bleibt super, super, super fixiert und fest. Ihr könnt dabei auch die Beine strecken. Und anziehen im Wechsel oder ihr lasst die Beine gestreckt. Wichtig dabei ist allerdings, dass die Lendenwirbelsäule auf den Boden gedrückt werden kann. Schultern weit weg vom Ohr und nochmal. Wie viele habe ich? Habt ihr mitgezählt?
Ich müsste so langsam die 10 Runden geschafft haben. Machen wir zur Sicherheit noch mal eine. Genau. Halten und den Oberkörper ablegen. Kurz entspannen. Okay, die Knie bleiben gegeneinander gedrückt. Hände gehen nach außen an die Knieaußenseite. Schulter wieder weit weg vom Ohr. Ausatmen. Wir drücken die Knie in die Hände mit ganz viel Kraft. Einatmen. Wir setzen die Knie nach, die Hände nach innen an die Knie. Und jetzt drücken wir wieder die Knie zusammen mit ganz viel Kraft. Und wechseln. Ausatmen, Druck nach außen. Einatmen, wechseln die Hände, ausatmen, Druck nach innen. Genau, spann den Beckenboden, den Bauch wieder an. Ausatmen. Ja, Oberschenkel, Außenseite fest. Ihr habt hier alles richtig. Nehmt ihr eure Außenmuskulatur mit, Oberschenkel, Innenseite könnt ihr spüren, die Adduktoren, die Abduktoren arbeiten wunderbar bei dieser Übung. Füße fest zusammendrücken, Bauch arbeitet ebenfalls, weil der drückt nämlich die Lendenwirbelsäule nach unten. Also habt ihr eine richtig schöne Übung hier. Genau, und das letzte Mal. Und dann nacheinander erstmal die Beine absetzen. Und locker. Wunderbar. Gut. Wir drehen uns in die Seitlage. Machen hier erstmal weiter. Beide Beine strecken. Schulter, Hüfte, Ferse, eine Linie. Achte wirklich drauf, dass die Hüftdecke übereinander liegen und die obere Schulter hinten bleibt. Bauch an. Könnt euch ein Handtuch hier unter den Kopf knuddeln, damit es schön ein bisschen gemütlich ist. Wer das noch nicht so gut halten kann, aus der Mitte überhaupt kein Problem. Könnt ihr einfach, bevor das total wackelt, hier das untere Bein ein bisschen beugen und anziehen. Oder ihr setzt die Hand vor der Brust auf. Aber wie gesagt, achtet darauf, dass ihr wirklich vorne bleibt. So, oberes Bein gestreckt. Einatmen, heben. Ausatmen, senken. Was ihr machen könnt als Variation, Zehenspitze strecken. Zehenspitze anziehen. Jawohl. Vorne bleiben, der Bauch, der Oberkörper, alles ist fest. Hier fixieren wir uns und lassen nur das Bein arbeiten. Auch hier zieht unser Beckenboden, ja, unser Beckenboden und Bauchmuskel, die lassen wir ebenfalls mitarbeiten. Und was ich vergessen habe, das i-Tüpfelchen der ganzen Übung, den unteren Arm ein bisschen einziehen, sodass wir hier ein kleines Taillendreieck bekommen, das wir halten müssen. Also wir liegen nicht platsch auf dem Boden, sondern versuchen so hier diese kleine Ameisenstraße durchzulassen. Kommt noch zwei Stück und der letzte. Und dann bleiben wir hier und machen kleine Bewegungen mit ganz viel Druck aus den Beinen, ganz fest. Druck, 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 Schulter nach hinten ziehen. Ameisenstraße bleibt. 4, 3, 2, halten, Zehenspitze fest anziehen und das Bein gestreckt hinter den Oberkörper zurückziehen. Jetzt müsst ihr noch ein bisschen mehr dagegen arbeiten, damit der Oberkörper jetzt hier nicht diese Gegenbewegung macht und wir uns total ins Hohlkreuz ziehen. Also Gesäß fest, Oberschenkel fest, Beckenboden, Bauch. Ausatmen, einatmen. Ausatmen, einatmen. Noch 3. Ja, ich weiß, ihr liebt diese Übung. 2. Und der letzte. Halten und jetzt wieder festziehen. Wir gehen in die Single Leg Circle. Also, das heißt, in dem Moment, wenn das Bein nach vorne geht, müssen wir dagegen halten, um weiterhin zu stabilisieren. Also, ausatmen, ein, aus, nicht so schnell, schön langsam, lieber die Kontrolle halten, als hier rumzuhuddeln, wollte ich sagen. Noch 2, Richtungswechsel und jetzt die andere Seite. 6, 5, genau. 4, Beckenboden wieder aktiv, 3, 2, 1, Achtung, wir halten, wir ziehen jetzt das untere Bein ran, setzen die Hand auf, drücken uns nach oben, Unterarm richtet sich, beziehungsweise Ellenbogen kommt unter die Schulter, Fingerspitzen Richtung Wattenende, so, wir stabilisieren uns auch hier, könnt die Hand in den Nacken nehmen, jetzt gehen wir 2 Kicks nach vorne, ohne dass der Oberkörper sich bewegt, also, 2 Kicks vor, einer lang zurück. 2 Kicks vor, einer lang zurück. Ihr merkt was, oder?
Das ist gut. Nochmal. Schön der Druck aus dem Arm. Letztes Mal. Allerletztes Mal. Einen schaffen wir noch. Und halten. Absetzen. Loben. Ja, wunderbar. Gut. Wir gehen in den Sidebend. Haben wir auch schon lange nicht gemacht. Ich hoffe, ich kenne das überhaupt noch, ehrlich gesagt. Wir setzen die Hand in Verlängerung der Hüfte auf. Schön die Finger auch hier spreizen. Wenn ihr rutscht, nehmt das Handtuch weg. Ja, wichtig ist, dass wir hier nicht rutschen. Wir setzen beide Ferse an das Gesäß, geben Druck aus dem Arm, sodass wir hier schönen Abstand bauen zwischen Unterarm und Taille. Einatmen vorbereiten, Bauch und Beckenboden anspannen. Ausatmen, wir bringen das Gesäß nach oben, führen den linken Arm lang nach oben und Ziel ist es, hier unseren Rippenbogen zur Decke zu ziehen. Einatmen hier, kontrolliert absetzen. Einatmen hier unten, ausatmen, heben. Einatmen hier oben, ausatmen, Kontrolle. Immer diesen Abstand halten. Einatmen, aus. So, wer das schon ein bisschen besser kann und sich in der Übung wohlfühlt und auskennt, der kann das obere Bein auch mal mit strecken. Aber wir brauchen hier diese Linie. Einatmen, kontrolliert ab. Einen machen wir noch. Einatmen, aus, ein und absetzen. Wir wechseln hier die Seite. Beginnen mit der letzten Übung. Wieder wichtig, Hand in Verlängerung der Hüfte. Das ist ganz wichtig. Nicht, dass die Hand zu weit hinten steht. Dann habt ihr keine Kraft aus dem Arm. Also, in Verlängerung der Hüfte, Finger richtig fächern. Druck, weiter Abstand, Schultern auf einer Linie, Füße ran, einatmen, ausatmen, Gesäß heben, Rippenbogen zur Decke. Einatmen hier, ausatmen, kontrolliert absetzen. Einatmen, aus. Die Alternative habe ich euch schon gezeigt. Also Bein strecken, können wir den Hebel verlängern, das Ganze noch ein bisschen abspeisen, ein bisschen anfeuern. Sehr gut. Und noch zwei Stück auflassen hier mit der Schulter. Ich habe das gerade bei mir gemerkt. Und der letzte jetzt. Und noch einer. Okay, wunderbar. Wir kommen wieder in die Seitlage. Wir gehen zurück in unsere Seitbeinübung. Gut, strecken die Beine wieder. Hüfthöcker übereinander legen. Schulter achten wir wieder darauf, dass sie hinten liegt. Unsere kleine Armbeinstraße wieder durchlassen unter der Taille. Wunderbar. Und dann geht das Ganze los. Heben und senken. Zehenspitze können wir strecken. Und flexen. Einatmen, ausatmen. Schön die Schultern nach hinten ziehen. Sehr gut. Noch vier. Noch drei. Beckenbodenspannung mitnehmen. Die Beckenbodenspannung unterstützt diesen Muskel. Ihr könnt also, wenn ihr den Beckenboden wirklich aktiv mitnehmt, hier noch viel mehr Übungen machen. Und nicht rumleiden und rumjammern. Genau. Ich weiß es genau. So, also kleine Bewegung jetzt. Weiter atmen, schön halten, Hüfte vor. 4, 3, 2. Halten, Zehenspitze anziehen, Gesäßmuskulatur fest anspannen, ausatmen, Bein nach hinten schieben, einatmen, zurück. Diese Übung ist wirklich schön für diese Gesäßmuskeln. Ja, also anspannen, nutzt die Situation. Oberkörper bleibt in Position, nicht wie so eine Waage nach hinten schieben. Schulter bleibt hinten, noch 3, sehr gut, 2 und der letzte hier. Und dann kommen unsere Circle, Bauch fest, Beckenboden anspannen und die Kreise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wechseln. Nein, nicht fuschen.
Jetzt zur anderen Richtung. Und 6, 5, 4, 3. Wir sind noch nicht fertig. Wir hatten ja noch die letzte Übung, ne? Habt ihr schon vergessen. Hände vor die Brust. Unteres Bein ein bisschen beugen, das macht es uns einfacher. Eine Etage höher kommen. Oberes Bein bleibt. Hand um den Hinterkopf. Und Achtung, ihr habt es gerade gesehen. Aus der Schulter wieder herausschieben. 2 Kicks vor. Einer lang zurück. 2 Kicks vor. Halten. Druck aus dem Arm. Das ist eigentlich das, was die Übung ausmacht. Dass wir uns hier nicht faul in die Schulter hängen, sondern diese Spannung halten. Und das könnt ihr aus dem Powerhouse. Natürlich aus dem Arm, aber auch aus dem Powerhouse. Noch 2. Und der letzte. Jawohl. Und einmal ablegen, einmal loben. Wunderbar. Wir gehen nochmal zurück in die Rückenlage und machen noch ein bisschen mehr Bauchmuskulatur. Rücken haben wir heute ein bisschen vernachlässigt, kommt dann wieder nächste Woche. Oder ihr schaut euch einfach eins der anderen Videos an, die wir schon gedreht haben. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich da auch noch etwas längere Rückensequenz mit drin hatte. Wenn nicht, geht ihr auf meinen YouTube-Channel, da könnt ihr dann auch die eine oder andere Übung wiederfinden. So, Hände locker in den Nacken und natürlich erwarte ich ganz viele Likes. Ne? Also, Lendenwirbelsäule wieder fest in den Boden schieben, nacheinander die Beine vom Boden lösen. Wir gehen in die Übung Obliques. Wenn ihr noch nicht so versiert seid im Pilates, sucht euch folgenden Schwierigkeitsgrad aus. Ausatmen, aufrollen. Ihr könnt mit der rechten Hand zum linken Oberschenkel zurück in die Mitte. Rechte Hand oder linke Hand nach rechts, zurück in die Mitte. Hier habt ihr eine schöne Grundübung, ohne dass wir uns hier mit der Koordination so viel stressen müssen. Ellenbogen lasst ihr schon hinten. Die Schulter zieht euch vor, aber aufpassen, die Schulter bleibt auch unten. Also nicht hier einfach hoch zum Ohr, sondern weg vom Ohr. So, und jetzt können wir das Gegenbein strecken. Das wäre jetzt der zweite Schwierigkeitsgrad. Einfach das Bein wegstrecken von euch. So, wenn wir das alles gut beherrschen, dann können wir auch die Übung hier im Wechsel ein bisschen schneller ausführen. Die Bewegung geht nach oben und die Beine gehen weg von uns. Wir achten darauf, dass die Knie nicht zum Bauch oder zur Brust ziehen, sondern über der Hüfte bleiben. 4, ich kann gleich nicht mehr. 3, 2, 1. Einatmen hier, ausatmen, beide Beine absetzen. Einmal die Beine lang strecken, tief ein- und ausatmen. Sehr gut, wunderbar. Hervorragend. Gut, wir scheinen noch ein bisschen Zeit zu haben. Dann gehen wir nochmal in die Bauchlage. Machen doch noch ein kleines bisschen Rückenarbeit, das ist wunderbar. Sehr schön, Hände übereinander legen. Beide Beine leicht öffnen. Schulterblätter zurück Richtung Gesäß. Wir legen erst einmal die Stirn auf die Handrücken. Spannen unser Gesäß ruhig schön an. Bauchnabel sackt sich ein zur Wirbelsäule. Und mit der Ausatmung das rechte Bein gestreckt vom Boden heben. Einatmen, wieder senken. Links, ausatmen, heben. Einatmen, senken. Das Ganze wiederholen. Schultern bleiben hinten, Bauch bleibt fest, Richtung Wirbelsäule gezogen. Noch einer rechts, einer links. Und dann machen wir das mit beiden Beinen. Ausatmen, beide Beine heben, einatmen, senken. Weit herausziehen die Beine aus der Hüfte. Genau. Letztes Mal. Und die Beine ablegen. Hände setzen wir rechts und links von der Schulter auf. Ellenbogen eng an den Oberkörper ranziehen. Halswirbelsäule ist lang. Füße lassen wir auf dem Boden.
Einatmen wieder vorbereiten. Ausatmen, Oberkörper heben. Einatmen, senken. Halswirbelsäule geht in Verlängerung der Brustwirbelsäule mit. Schulterblätter zurück zum Gesäß ziehen. Und möglichst keinen Druck aus den Armen nehmen. Versucht die Übung aus der Kraft des Rückens bzw. Bauchmuskulatur auszuführen. Gesäß könnt ihr schön fest anspannen. Noch zwei. Und der letzte. Und wir legen einmal die Hände aufs Gesäß, Schulterblätter aktiv nach hinten ziehen und auch hier nochmal heben und senken. Noch zweimal. Und der letzte. Und beide Hände aufsetzen, das Gesäß auf die Ferse. Einmal die Wirbelsäule entspannen. Oh, das tut gut. Ich merke meinen Tag im Büro heute. Ja. Gut, nicht zu lange entspannen. Aufrollen. Und dann gehen wir einmal in den Vierfüßlerstand. Handgelenke sind unterhalb der Schulter. Beide Knie sind hüftbreit geöffnet. Das Gesäß befindet sich über der Ferse. Auch hier ziehen wir die Schultern erstmal zum Gesäß und stabilisieren die Lendenwirbelsäule, indem wir den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Also wir hängen hier nicht durch. Wir haben auch keinen Katzenbuckel. Es ist irgendwo dazwischen. Gut. Wir brauchen wieder unser Powerhouse, unseren Beckenboden und Bauchmuskel. Einatmen. Stellt euch in Gedanken zwei Champagnergläser auf die Hüfthöcker, die wollen wir nicht verschütten, die brauchen wir noch für Silvester. Ausatmen, rechtes Bein in die Streckung bringen. Hüfte wieder schließen, aufpassen. Und jetzt mit der nächsten Kontrolle, mit der nächsten Ausatmung, den linken Arm dazu. So, jetzt heben wir. Einatmen, heben, ausatmen, senken. Oder umgekehrt, ist mir hier eigentlich auch ziemlich wurscht. Wichtig ist jedenfalls, wir geben weiterhin viel Druck hier aus unserem Arm, der uns vom Boden weghält. Ausatmen, einatmen. Gesäß fest anspannen. Immer wieder Beckenboden aktiv, Bauchnabel ran. Zwei Stück noch. Und der letzte. Und erst den Arm absetzen, dann das Bein. Sehr gut. Kontrolle wieder. Kontrolliert die Position. Das gleiche, was wir eben gemacht haben, wieder Bauchnabel fest. Champagnergläser aufbauen. Druck aus den Armen, Schulterblätter nach hinten. Mit der nächsten Ausatmung oder wenn ihr soweit seid, das linke Bein in Streckung bringen. Hüfte bleibt geschlossen. Ich habe hier gerade was am Handschuh, ich muss noch gar nicht zupeln. So, Hüfte bleibt geschlossen. Rechte, linke Arm dazu. Auch hier wieder die Schulter lösen. Und ausatmen, heben, einatmen, senken. Ausatmen, heben, einatmen, senken. Druck aus dem linken Arm nach oben zur Decke. Schulterblätter richtig schön zur Decke ziehen. Und drücken. Und den Bauch fest. Oh, mir wird es warm. Und heben. Und senken. Kommt noch vier Stück. Vier. Drei. Zwei. Und der letzte. Und den Arm absetzen. Bein absetzen. Einmal die Mitte lösen. Lendenwirbelsäule lockern. Sehr schön. Gut gemacht. Wir gehen zurück in die Bauchlage. Ja. Da, legt euch nochmal hin. Wir legen die Arme nach vorne. Schulterblätter wieder aktiv nach hinten ziehen. Beine wieder leicht geöffnet. So, Oberkörper ist angehoben. Rechter und linkes Bein. Rechtes Bein, linker Arm. Nein, umgekehrt. Also, rechter Arm, linkes Bein heben und senken gleichzeitig. Ihr könnt gerne erstmal den Boden zur Hilfe nehmen. Ausatmen, kontrolliert heben, einatmen, absetzen. Ausatmen, heben, einatmen, absetzen. Schultern bleiben weg vom Ohr. Bauchnabel Richtung Wirbelsäule, Gesäß anspannen. Und wer da schon ein bisschen versierter ist, hebt die Beine und Arme im Wechsel an und hat aber keinen Kontakt mehr zum Boden. Ausatmen, ausatmen.
Das können wir auch ein bisschen schneller machen. Wichtig ist immer, dass die Mitte ganz fest bleibt. Also kein Ungeeier hier, ja, sondern ganz viel Kontrolle. 4, jetzt bin ich auf dem Takt. Ihr macht noch 3, noch 2. Sehr gut. Gut gemacht. Und einmal lösen, Hände aufsetzen. Gesäß wieder zur Ferse zurückziehen. Kurz mal die Lendenwirbelsäule wieder lösen. Sehr gut. Und aufrollen. So, eine letzte Übung für heute. Wir gehen einmal ins komplette Roll-Up, Roll-Down. Könnt mal schauen, ob ihr das schafft. Ich weiß, dass ganz viele, die in meinen Kurs kommen, dienstagsabends 18 Uhr. Nein, 19 Uhr ist der Pilateskurs, 19 Uhr. Könnt ihr euch schon vormerken, für nach der Corona-Zeit, ne? Dienstagabend 19 Uhr Pilates. Also, ich weiß, dass ihr das könnt. Zehenspitze anziehen. Es gibt nämlich einen Trick. Zeige ich euch den. Zehenspitze fest anziehen. Richtig die Beine fest zusammendrücken, dass wir auch eine schöne Spannung hier in der Oberschenkelinnenseite haben. Arme nach vorne, Kinn zur Brust, Schultern tief. Einatmen, Beckenbodenspannung. Leichte Beckenkippung erst einmal, dass wir ganz weich werden hier in der Wirbelsäule. Und dann rollen wir ganz langsam ab. Wichtig ist, dass die Schultern dabei super entspannt bleiben. Ablegen, einatmen, die Arme über die Seite führen. Mit der Ausatmung, wenn die Arme über der Schulter sind, beginnen, Kinn zur Brust ziehen und langsam, super kontrolliert aufrollen. So, und jetzt sage ich euch den Trick. Sowohl wenn ihr runtergeht, als auch wenn ihr nach oben kommt, denkt ihr euch Richtung Füße. Also immer nach vorne denken. Ja? Versucht es mal. Einatmen, Beckenkippung. Ausatmen, Kinn bleibt auf der Brust, Schultern entspannt. Wirbel für Wirbel sehr gerne abrollen. Einatmen, hier Kontrolle. Ausatmen und nach vorne denken. Als wenn ihr ein kleines Seil hättet, an dem ihr euch hochziehen könnt. Oder ein Seil, an dem ihr euch runterlassen könnt. Könnt ihr auch. Einatmen nochmal. Ausatmen, Beckenkippung, Schulter runter. Ganz langsam, hier hält es. Da ist euer Seil. Ja, einatmen, ausatmen, das Seil wieder greifen und das Ganze wieder hochziehen. Hoch, 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 Beine lang. Nochmal, letztes Mal. Andreas steht da schon. Einatmen, ausatmen, Schultern tief. Einatmen, Arme über die Seite, Kinn zur Brust. Und nach oben, nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Sehr gut. Und locker. Ja, prima. Das war eigentlich ein schöner Abschluss. Ihr könnt jetzt noch ein bisschen dehnen. Nehmt euch einfach das Vini-Yoga von Karin. Macht eine schöne Dehnsequenz. Ja, oder sonst an den Übungen, die ihr ja schon kennt und gemacht habt. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wünsche euch eine schöne weitere Adventszeit und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Vielen Dank, die Anna.